Während unseres gesamten Lebens übrigens, so lernen wir, wir imitieren, indem wir lesen, was andere Menschen tun, indem wir Bücher studieren und bei der Arbeit wir imitieren, wenn wir zur Schule gehen. Schule und wir tun, was uns positive Ergebnisse bringt, was uns positive Verstärkung bringt und wir tun immer weniger die Dinge, die uns Unbehagen bereiten. Oh, Schmerz! Jetzt, sehr früh im Leben, als Fehler oder als Ergebnis eines Fehlers den Eltern bei der Kindererziehung machen, beginnen Kinder, negative Muster und Gewohnheiten zu lernen. Negative Muster und Gewohnheiten haben ihre Wurzeln hauptsächlich in destruktiver Kritik.